Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TFT. Heute werden wir mal ausprobieren, wie stark die Frauen eigentlich sind. Also, ich muss zugeben, es ist nicht heute das erste Mal. Also, ich habe schon dreimal ausprobiert, das ist jetzt das vierte Mal. Und zwar die Frauen. Ja, wir werden nur Frauen kaufen. Wir werden nur weibliche Champions kaufen. Und damit versuchen, ja, zu gewinnen. Also, beim ersten Mal habe ich es geschafft, Level 3 zu, oder, dritter Platz zu werden. Das war eigentlich richtig gut. Aber da hatte auch alles gestimmt. Da hatte ich Glück mit den Items, da hatte ich Glück mit dem Ziehen. Und, bei den anderen hatte ich entweder Glück mit den Items, oder ich hatte Glück mit dem Ziehen, oder ich hatte einfach nur Pech, beiden. Und ja, jetzt kann ich zum Beispiel nur die da nehmen, aber das ist überhaupt kein Problem, weil dann habe ich schon mal ein bisschen Buff. Also das läuft schon mal besser. Also letztes Mal hatte ich zum Beispiel überhaupt keinen weiblichen Charakter. Ich werde jetzt genau bis also die ganze Zeit nur weibliche Charaktere kaufen. Und ja, beim Circle kann ich natürlich auch männliche nehmen, die ich halt dann verkaufe, um das Item zu bekommen. Das schon. Aber, also, man bekommt mit den weiblichen schon genug hin. Also, man kann Revolver gehen. Da ist der Nachteil, man muss das erst Late Game machen, weil man hat nur Tristana und Miss Fortune. Dann, man kann Zauberermeister gehen mit Morgana, Ahri und hier noch zwei. Ahri und Lulu. Dämon geht mit Elise und Ding. Also man bekommt die Buffs schon hin, aber man kann, bekommt sie nicht voll hin. Und das ist ein kleines Problem. Oh, das ist so gemein. Also, wenn ich jetzt die da verkaufen würde, dann hätte ich Level 2 in Graves. Das ist schon gemein. Gut, also, das letzte Mal sah es eigentlich bei mir ganz gut aus. Da habe ich versucht mit Glacial und Bogenschützen. Und das war eigentlich gar nicht schlecht. Das Problem dabei war nur, ja, dass ich verloren habe. Gut, Morgana, ich liebe Morgana. Die ist hier sehr strong. Aber, was das Problem bei dieser Spielweise ist, ja, man hat keinen Tank. Also, den ersten Tank, den man bekommt, ist entweder Fiora, und der ist ein sehr schlechter Tank, oder Poppy. Oder... Und Poppy ist schon eine Level 3. Und ja. Und so weiter. Also ist nicht so gut. Ja, ich hasse das. Also diese Kombo ist einfach nur sick. Ja. Naja, egal. Also am Anfang werden wir die ganze Zeit verlieren. Aber das gibt uns die Chance, beim Circle eben ganz oben mitzumischen. Die beiden. Wir können jetzt Morgane reinhauen. Ja, oder wir sparen einfach. Wir sparen. Das Riesenschwert mache ich auch noch nicht, gebe ich zum Beispiel auch noch nicht der Tristana. Weil ich nicht weiß, ob sie, ich sie als Main mache. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich auf... Alter, die will mich doch verarschen. Wenn die dann noch Nobelbuff bekommt, dann ist sie unsterblich. Das ist lustig. Aber auf jeden Fall eine lustige Idee. Ja.
Ah, der hat einen Punkt weniger, der ist zuerst dran. Aber jetzt verlieren wir ja auch nochmal. Das ist schon mal gut. Level 4, dann hauen wir mal die Cutter rein. Dann hauen wir mal die Cutter rein. Vielleicht macht die ja ein bisschen Damage. Also Assassin habe ich auch noch nicht probiert. Also man kann drei Assassinen zusammenbekommen. Die Cutter, Evelyn und Akali. Aber halt dann erst später, sobald die Akali kommt. Bis dahin hat man halt diese 150% noch nicht. Ja, der hat auch den Buff schon. Ich glaube, das Item ist auf Cutter auch sehr schön. Man sagt bloß, das gewinnen wir. Okay, das gewinnen wir. Oder weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil sie hat den Noble Buff und der ist early einfach nur krass. Mein Vorteil ist die Bombe. Die macht halt Magic Damage. Ja, aber... Ja. Passt. Also, das hat er ja sehr wenig Damage gemacht. Das ist dann in Ordnung. Das kann man akzeptieren. Hier ist die Evelyn. Aber wir brauchen die Träne. Damit können wir nämlich den heißen Speer machen. Ich würde sagen, den Speer geben wir dann der Cutter oder Ari. Ich glaube Cutter. Weil wenn Cutter den Wirbel schneller macht. Oder Ari. Ari hat halt schon ein Item. Ari hat halt ja schon das Item. Das ist jetzt schwer. Die macht 40 Schaden. 100. Ja. Kann ich ja später noch wegtun. Also wenn ich nicht auf Zauberermeister gehe. Aber könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, auf Zauberermeister zu gehen. Jo, das war ein Reinfall, ne? Upsi. Gut. Ja. Also mit den Picks habe ich dieses Mal wirklich Pech. Das ist halt einfach nur Kocke. Das sei einfach nur blöd. Items, ich meine, schau mal, das wäre so cool, aber ich kann die nicht nehmen. Wer kommt halt auch auf die Idee, so ein blödes Ding zu machen? So einen blöden Versuch zu machen? Okay. Ich könnte auch... ja, jetzt nicht mehr. Morgana statt. Ja, das werden wir auch. Alter, der hat halt ja schon zwei Speere. Wie OP ist das denn? Alter, der hat halt schon zwei Speere gezogen. Junge. Nö, nö, gefällt mir gar nicht. Nö, nö. So, Morgana Level 2. Definitiv Tausch.
Ah, das ist jetzt, das weiß ich nicht, ob ich das schaffen kann. Das weiß ich nicht, ob ich das schaffen kann. Die da tanken jetzt mal, weil die beide Level 2 sind, die haben mehr HP. Aber sonst. Ich würde gerne sie verkaufen und ihr die Items geben. Sie ist halt auch Zauberermeister. Sie ist halt auch nur noch eine Ari vor dem Fullbild. Fullbild, was laber ich? Vor Level 2, Entschuldigung. Fiora, Level 2. Gut, weißt du, dann mache ich das wirklich. Dann verkaufe ich das. Gib's ihr. Und tue sie wieder rein. Dann bleibe ich aber hier hinten. So. Ja. Ich glaube, Early ist sie auch ein bisschen OP. Solange halt die Leute in ihre Reichweite kommen. Und sie muss halt natürlich ihr Ulti machen und nicht gestunt werden. Und natürlich, Demon ist ja auch kacke. Sie hat jetzt... Oh Mann, das war wirklich gemein. Der hat ihr komplettes Mana verbrannt. Dieser Popokop. Naja. Der hat die ganzen Morganas. Ja, das ist natürlich super, super blöd. Ari, sie hole ich mir jetzt nicht. Sie ist Dämon. Sie ist Dämon. Da werden wir doch mal den Dämonen holen. Auch wenn Evelyn am Anfang wirklich nicht strong ist, aber der Mana-Burn ist halt schon wichtig. Mach Ulti? Ah, du. Okay, Level 2 gegen Level 2. Beide kein Item, aber trotzdem gewinnt sie. Super. Suboptimal ist das. Tristana nochmal. Sonst niemand. Was ist denn los? Dann sparen wir einfach. Weißt du was? Wir sparen einfach. Ist mir doch egal. Oder wir gehen auf 20. Ne, wir sparen. Wir sparen. Also wir sparen bis zum Circle und dann hauen wir auf den Putz. Wenigstens sind wir nicht letzter. Ja, das ist der letzte. Der geht auf Jordel. Sie gewinnt halt, also er gewinnt halt gegen mich. Ist halt blöd. Aber die Morgana hat zweimal blöde Ultis gemacht. Mann. Cutter. Cutter wäre jetzt gut für mich. Cutter. Naja.
Neben Morgana hat er ein paar richtig blöde Sachen gemacht. Aber es passt ja für mich. Gut, also wir werden versuchen, die Cutter jetzt hochzupushen. Und vielleicht ja, Morgana. Morgana und Lulu. Nidalee mache ich Ich dann werde mal ihnen raus. zeigen, wie es ist zu fallen. Nochmal. Morgana. Ich werde ihnen zeigen, wie es ist zu fallen. Dann habe ich, warte, wen hau ich dann raus? Wahrscheinlich. Ah, oh, schon wieder Ulti versaut. Was ist denn los mit dir? Streng dich mal an. Ja, so ist es besser. So, jetzt nochmal 1 gegen 1 und das gewinne ich. So. Shyvana ist natürlich auch interessant für uns, vor allen Dingen ja, Katar tun wir weg. Vor allen Dingen auch wegen wegen dem Tank sein. Okay, das können wir auch gewinnen. Schon mal ganz gut. Wir sind kurz vor Zauberermeister. Das ist gut für die Morgana. Da macht die mehr Damage. Wir bräuchten halt noch Lulu. Ja, Sejuani. Sejuani ist extrem wichtig. Die ist extrem gut und macht auch gute Ultis, wenn sie durchkommt. Das ist immer so die Frage. Ich glaube, also das können wir schaffen, wenn die Morgana zum Ulti kommt. Dann schaffen wir das 100 Pro. Wenn sie vorher stirbt, dann haben wir keine Chance. Ja, passt. Ah, super. Sie bekommt den Panzer. Weil wir Panzer und Bogen ergeben, also ausweichen. Und das ist extrem wichtig. Morgana, das ist gut. Katar, das ist auch gut. Was gibt das? Na. Cutter Level 2. Dann habe ich halt keinen Dämon mehr. Aber das ist egal. Ash holen wir auch mal rein. Nur für den Fall. Der Fall der Fälle. Okay, das wird auch tricky. Vor allem, weil er. Ja, das schaffen wir nicht. Ja, Sejuani muss Level 2 werden, bevor die hier wirklich anfängt, ja, krass zu werden. Das nochmal. Sie und weiter und nochmal sie. Wen hau ich dafür raus? Katar.
Ja, Draven, ne? Gegen den haben wir ja vorhin verloren. Gegen den werde ich ja wieder verlieren. Dieses Mal läuft es echt nicht gut. Also bei den anderen Malen war es auch so, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, jetzt, also es läuft nicht gut, aber es war eigentlich immer so, dass, ich werde Ihnen zeigen, wie es ist, zu fallen. Dass ich eigentlich, ganz plötzlich verloren habe. Also das war eigentlich dann immer so eine derbe Überraschung. Yes. Gut, jetzt brauche ich Sejuani. Akali. Akali ist auch super. Und Akali ist auch noch Ninja, und das gibt dann gleich plus 40% Schaden, und das ist wichtig. Das war ein gutes Ulti von ihr. Okay. Gut. Okay, Akali kann ich auch reintun. Okay, wir brauchen Rückkehrfunk. Wir versuchen natürlich Aurelion zu holen, weil den wollen eigentlich alle. Ja, hol dir doch das Item, ich will das nicht. Und Aurelion gibt am meisten Geld. Wir hätten auch Miss Fortune gehen können. Weil dann habe ich auch Revolverheld. Aber darauf habe ich gerade nicht aufgepasst. Das habe ich gerade nicht gesehen. Leider. Das habe ich gerade nicht gesehen. Los geht's. Cutter nochmal. Ari. Die da werde ich verkaufen. Wieso? Achso, ich bin wieder Mittelfeld, ja, geil. Verdammt. Okay, das ist gut, dass er jetzt kein Mana-Burner hat. Weil sonst hätte die Morgana vorne überhaupt keine Chance gehabt. Gut, also Akali kommt ganz vorne hin, damit die dann schön reinkommt. So. Ich werde sie vernichten. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich könnte das so machen. Vielleicht ist es besser. Vielleicht ist es besser. Weil Zauberermeister haben wir mit ihr ja sowieso nicht. Sie macht zwar schön Damage. Aber ich glaube, nochmal eine bessere Frontline ist wichtiger. Ja, er fokussiert halt gleich. Okay, Morgana carried halt ohne Erbarmen. Gut, okay, jetzt haben wir schon mal drei Siege. Das ist auch nicht verkehrt. Das ist auch nicht verkehrt. So, jetzt können wir Akali reinhauen.
Was brauchen wir jetzt? Recurve-Bogen wäre natürlich super. Also von den Items jetzt, ne? Bogen wäre super und ja. Egal was. Außer bitte keine Cloak und das da ist gut. Bitte Ulti, 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 Ulti. Danke. Das da ist gut. Das da ist gut. So, wer bekommt das? Nicht Shitten Sejuani? Ich würde sagen, doch, Sejuani. Weil ich habe überlegt, ob Shyvana das bekommt, aber Sejuani stirbt schneller. Wärst mal besser abgehauen. Das ist gut. Ja, Leona ist auch gut. Wir könnten die Tristana jetzt auch austauschen für sie. Es war richtig peinlich, Tristana für eine Evelynn auszutauschen. Aber dann bekommen wir den Assassin-Buff. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist gut. Okay, Assassinen sind tot. Also, ja, okay, Cutter nicht. Schönes Ulti, Cutter. Sehr schönes Ulti. Okay, okay. Also, es läuft. Es läuft. Wir brauchen jetzt... Wobei, wenn ich es ihr gebe und sie von da startet, dann bekommen die ja auch... Dann bekommen die ja auch eine Rüstung, ne? Nicht? Ja. Okay. Dann tue ich die Assassinen auch nochmal hier hin. Sehr schönes Ulti. Ulti. Sehr schön. Und tot. 1000er Crit von Akali. Sehr gut. Okay, es sieht jetzt besser aus als letztes Mal. Sehr viel besser. Gut, Akali, ja, es wäre halt geiler, wenn Akali auch Items bekommt, aber ja, das ist unwahrscheinlich. So, Evelynn holen wir uns nicht. Ash auch nicht. Die auch nicht, die auch nicht. Ja, wir brauchen Sejuani. Wir brauchen einfach Sejuani. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, jetzt auf die Cutter das Schild zu machen, weil dann bekommen die... Ui, gegen den verlieren wir. Weil dann bekommen die ganzen Assassinen auch ein Schild. Tötet ihn, ja, schade. Und jetzt sie Ulti. Come on, schnell, schnell. Sehr schön. Uiuiui. Oh. Ich hab's überlebt. Ho, ho, ho. Boah, Junge, mach's doch nicht so spannend. Uiuiuiui. Okay, ja, wir sind Zweiter. Wie geht das? Was brauchen wir jetzt? Was brauchen wir jetzt? Ich würde ehrlich gesagt wieder auf den Recurve gehen, weil das ist kein Recurve, sondern Rekursivbogen, weil dann können wir wieder
ausweichen. Und ausweichen ist sehr gut. Weil wir haben ja noch die Rüstung. Haben wir ja auch noch. So, verkaufen. Wen habe ich die Rüstung gegeben? Nein, die Rüstung haben wir hier drin. Shoot! Oh nein. Ja, okay. Wir bekommen einfach keine Sichuani. Keine weiteren. Oh mein, okay. Das ist halt jetzt so. Gut. Werden wir den nochmal besiegen. Alter. Okay. Sehr schönes Ulti. Ah, oh, aber er macht mich fertig. Er macht mich fertig. Nochmal Ulti, bitte. Schön, aber... Ja. Irgendjemand muss den töten. Ich kann's nicht. So. Ich bekomme einfach keine Sichuan. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er auf der Seite. Ah, nein, das ist ein anderer. Und der hat einen Level 3er. Nein, und der. Ah, oh, der greift meine Morgana an. Das könnte mein Untergang sein. Nein, der greift meine Morgana an. Komm, hit ihn. Mach Ulti. Sehr schön, danke. Ja, aber. Ah, oh, der Kasadin, das er. Nee, ich switch nochmal. Dass der Kasadin wirklich meine Morgana angegriffen hat. Da. Okay, die bekommen wir nicht. Wo bist du, Sejuani? Ich brauche dich, Sejuani. Ach. Ja, aber wenigstens schlechter als Level 4 werden wir dieses Mal nicht. Das ist doch was. Das ist doch was. Eine Träne, okay. Nee, ich bleib dann hier. Sejuani. Nö. Sejuani? Nö. Sejuani? Nö. Akali? Ja, komm. Shit on. Shit on. Jetzt muss ich ja eh schauen, dass ich, die noch überlebe. Das ist ja nicht gegeben. Das ist derselbe nochmal. Aber dieses Mal greift er mit dem nicht meine Morgana an. Aber trotzdem gewinnt er. Aber trotzdem gewinnt er. Oder? Nochmal Ulti, bitte? Ja, sie hat halt das Schild. Ja, okay. Gut. Oder? Oder? Mach Ulti? Oh, Mann. Echt jetzt? Aber dritter Platz. Ich habe für jeder dritten Platz bekommen. Ja. Yeah. Oh Mann. Gut, also Frauenpower ist auf jeden Fall sehr aufregend. Wenn man bessere Items bekommt, dann
glaube ich, könnte man es sogar bis zum zweiten Platz schaffen. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, Morgana und die Assassinen sind der Schlüssel dazu. Also vor allen Dingen Akali macht halt richtig schön Damage. Und wenn man die Akali noch hochpusht, ja, gegen den hätte ich auch keine Chance gehabt. Puh, gut, auf jeden Fall. Netter Versuch. Oder, ja. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.